Hallo alle miteinander, hier sind wieder David von Möbius Gaming und Mr. Katafi. ja, über die Grenzen des Irdischen hinaus, hier mitten im Overmind des Marker Forschungszentrums Rosetta. Genau. Ja, und diese Dekontaminationseinrichtungen sind immer ganz, ganz toll. Doch mal super nützlich. Da wird mir echt immer richtig anders. Und wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir die Spezies, beziehungsweise das Wesen namens Rosetta wieder zusammensetzen It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological studies. Which one should I check out first? Doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. Also, Ellie macht uns beiden aber auch gerade echt irgendwie, ne, wir können das ganz schwer einschätzen, weil die wirkt einfach so, als hätte sie echt einen Schuss nicht mehr gehört. Ja. Hier, ich habe gerade mal die Objectives angeklickt und ich sehe, in Biology sind 1 von 2, Paleontology 0 von 2 und Geology 0 von 1. Wo möchtest du als erstes Ach, gehen wir hin? einfach hier hin. Da Okay. stehen wir direkt davor. Sekunde, ich guck mal eben, welches das ist. Ja, einen Moment bitte. Wieso sehe ich eigentlich. Hier sehe ich übrigens aus wie voll der Spec-Ops-Soldat mit der so voll dunkler Rüstung, hauteng. Das hat ein bisschen was von Das Splinter ist Cell. Tatsache, ja. Es ist schon, Auch bei ist schon dir. cool. Ja, ich sehe einfach nur aus wie was weiß ich was. Keine Ahnung was. Das ist mein grünes Ach so, Werbeanzügle. ist schon klar. Ah, wir sind wieder draußen. Wieso sind wir wieder draußen? Hier so liegt ganz viel Kram rum. Da hinten liegt Ripcore. Na toll, hatten wir ja lange schon nicht mehr. Core, Siggi, Siggi, Siggi. Hey, guck Nice. mal, ich hör grad Brutzel, Brutzel von hier. Ah, sehr gut. Ich folge dir mal. Weil ich höre auch Knacksen von Eis. Ah! Oh. Hallo, Spacko Brain, du hast dich gerade vor meinen Augen erschossen. Kannst du bitte mal lassen, danke, bitte. One mind, one body. Kann ich bitte seine Waffe haben? Ja, das finde ich wiederum auch schade, ne? Weißt du, die schleppen ja irgendwie, was weiß ich, was AK-47 irgendwie mit sich rum, aber man kann es nicht auseinandernehmen. Hier ist noch ein Core, oder was? Ist unser Inventar schon wieder voll Zoom Scope. Das wird Ist das. bestimmt noch super nützlich. Ah, schön gemacht. Ist hier noch eins? Nee, nach hinten. Bestimmt wird es irgendwann mal noch richtig nützlich, dass man hier einen Full-Zoom-Scope anbaut. Es würde mich auch total interessieren, ob das wirklich was taugt. Ich hab's ja Also einmal ich kann. angebaut gehabt, aus Spaß. Ja, also ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, hier mich hier irgendwo hinzustellen, hinter irgendeine Kiste und dann die Leute wegzusnipen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das geht höchstens vielleicht wirklich bei den Unitology-Pfadfindern hier. Ja, so in jetzigen Situationen zum Beispiel. Stalker! In solchen Situationen. Zum Beispiel oder jetzt? Genau. Na komm, zeig dich mal. Zeig dein hübsches Köpfchen. Man muss hier nur warten, genau. So, ich geh mal nach vorne. Oh! Alter, jetzt ist aber mal genug. Alter, ist noch einer. Habt unter Kontrolle. One mind, one body. Stand ist scheiße. Ja, cool, du hast Säure, ich hab Feuer. Ja, wir sind hier wie zwei Großinquisitoren. Was? Da kennen wir hier nix. Aber Und das war eigentlich sind wirklich doch. relativ. Ja? Wir haben nicht die passende Keycard. Wie bitte? Tram Damit hab Service. Okay. ich habe ein Unitology-Artefakt gefunden. Oh, dann lies mal vor. Daily Reflections von Jacob Denick
My patience, like our numbers, grows thin. It is infuriating that the reckless behavior of a single man can be the undoing of our entire existence. Should Isaac Clarke succeed, man will dwindle and die. The legacy we leave behind will consist of nothing more than dust and decay. Only hope for our future rests in the Marker's plan, our only hope of enlightenment, of harmony and of peace will come from the undoing of all of the horrors man has sown. Very not, in the end, Isaac will relent. There are ways that even a difficult man such as he can be swayed. Der Typ hat völlig den Zen-Schuss nicht gehört. Ich frage mich auch, wie man dazu kommt, sowas zu machen, wie daran zu glauben. Also, ich meine, Religion ist das ja schon bei weitem nicht mehr. Hier ist doch offensichtlich, dass hier. Ich meine, die sehen doch, die opfern sich dafür, um zu Zombies und Mutanten zu werden. Ja, die haben alle einen Vitamin B6-Mangel oder so, keine Ahnung. Ne? Neuropathologie, ich gehe davon aus, dass das irgendein Markergedöns ist halt oder so. Oder wirklich, dass der Typ mal ein bisschen, keine Ahnung, dass ohnehin schon instabile Leute zu außergewöhnlichen Handlungen gezwungen werden durch sowas. Cool, das ist aber auch wieder super gefährlich hier. Ja, da sind sie schon wieder. Was? Was war das? Wo kam der denn her? Lass mal am besten in den Aufzug zurückgehen. Sehr schöne Idee, das gefällt mir gut. Bleib mal. Ah, ist nicht liegen geblieben. Ich reiß dir noch ein Stückchen Fleisch aus den Dingen raus hier vorne, wenn du kannst. Ja. Würde mich interessieren, ob die jetzt trotzdem noch auf uns zulaufen oder ob wir erst hier wieder über so eine bestimmte Schwelle treten müssten. Ja. Na, Glubschi Cookie, Stocky. Kümmerst du dich um den Kleinen, ich kümmere mich um den Stalker. Flock! Na komm doch mal her, ist doch noch einer, ich hör's doch. Schön gemacht. Autsch, schon wieder. Ich tank die hier, ich tank die. Tank die mal, spiel mal Ymir. Komm schon hier! Au! Die sind aber auch heftig, die machen richtig Damage, die Viecher. Oh, Munis alle. Der läuft Amok. Oh, ich glaube, da ist noch ein einziger. Ja, auf jeden Fall ist noch was. Da kommt noch was. Wow, was für ein Schaden! Was für ein Schaden! Bleib mal liegen, Junge. Ich hab's geschafft. Musik ändert sich. Halt. Ich hab richtig Schaden gefressen. Ich auch. Oh. Ich war einmal schon rot. Ja, ich auch. Gerade mehrfach. Das war wirklich. Also, da habe ich richtig gemerkt. So, hier kann man übrigens raussetzen. Da habe ich richtig gemerkt, so, ja, die dunklen. Da kommt Schaden zusammen. Ja. Ich finde es übrigens, das muss ich mal ganz kurz sagen, als Spieler finde ich es persönlich natürlich immer super, wenn ich durch zum Beispiel Musik höre, es ist jetzt keine Action mehr am Start. Mm. Aber es ist ein bisschen sinnlos, finde ich es immer, weil wir wissen ja nicht, wie viele dort sind. Genau. Ich habe gerade ein Artefakt gefunden, das kann ich mal ganz kurz vorlesen. Oh ja, bitte, das interessiert mich. Personal Log, Dr. Alexis Obruchev. The extracted ice cores are spectacular. Contrary to everybody's expectation, the ice is not layered in a predictable pattern befitting millions of years of gradual deposits. Rather, it indicates a single period of great upheaval and then sudden dramatic climatic shift. As impossible as it seems, I believe the planet underwent an ice age in a single day. But how can this be? With each discovery we make, even more questions surface. Thankfully, Dr. Sewana's signal tracking experiments have painted a trail that leads deep under the ice. It is there that I suspect where we'll soon find
all of the answers we seek. Mm. Okay, innerhalb von einem Tag hier. Krass. Alles icy, icy Schneeballschlacht. Krass. Das ist oh hier, das hat sich mal alleine geöffnet. Da ist denn wirklich die Frage, warum? Das passiert ja nur echt nicht mal eben so. Also eigentlich müsste ja die Sonne irgendwie so was wie um 45.000 Meter verkleinert worden sein oder so. Dann, damit sowas passieren kann. Ja. Oder der Planet hat sich etwas weiter wegbewegt oder so. Schleusi. Testing. Cool. Hallo Isaac. I know you're out there. Crawling around. Hm. You probably think I'm an overzealous crusader. I'm mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason. Oh ja, reason. Cause and effect. Natürlich. And soon, you'll understand that I'm right. About everything. Uh-huh. Ja, so klar, immer her hier. Ich bin ja auch jemand, ich lasse ja mit mir reden, ne? Auf welche Art und Weise ich den Typen erschieße. Eine Diskussion wäre ganz schön. Also, dass wenn man das wirklich auf ein vernünftiges Gespräch, sich hier irgendwie so an den Tisch setzen, Teechen trinken. Mhm. Oder nachladen. Kaffee. Nachladen. Aber Mensch ist ganz gut. Also ich muss sagen, ich glaube so ein richtiges, so ein RPG von im Dead Space Universum wäre, glaube ich, richtig cool. So ein echtes Adventure. Ich glaube, es würde echt geil rüberkommen. Oh ja, das stimmt. Habe ich das kommt mir das nur so vor oder ist unser Inventar größer geworden? Das kann in der Tat sein. Das kann in der Tat sein. Ich gucke auch mal nach. Ich habe noch gar nicht richtig drauf geachtet. Gut, dass du das sagst. Es kann in der Tat sein. Das kann in der Tat sein. Aber ich glaube, es ist nur ein falsches Gefühl. Ich weiß es nicht, aber normalerweise, es gab es ja früher, dass man die Rig irgendwie vergrößert hat und. Ja. Komm, ey, ich baue mir einfach noch einen Ammo-Clip. Mach das. Wenn ich schon den Platz habe, ey, dann komm, dann bauen wir uns Ammo-Clips. Ich fühle mich einfach unwohl, wenn die Munition nicht da ist. Oh ja. Dann bekomme ich ganz schweißnasse Hände, meine Atmung geht langsamer. Und ich gucke mich immer manisch um. Hier sind überall kleine Stückchen mit Alien-Artefakten drin. Ja. Eiswürfel. Eis, Eiswürfel. Eis, Eis. Was sagen, das Eis sieht aber komisch aus. Oh, mein Scavenger-Bot ist Waiting Adventure. Ah, schön. Dann können wir gleich mal die Rohstoffe abholen. Hin, her. Das ist eine spannende Folge. Ja, richtig. Eine ganz, ganz tolle Folge. Ja, aber eben war es schon gut spannend. Wir haben 600 Tungsten? Ich habe auch echt immer richtig schon den zweiten Tungsten-Talkbar gebastelt hier für den Fall das. Ja. Aber zurzeit ergibt sich da ja nichts für uns. Ich höre Geräusche von links. Achso. I'm a man of reason. Da bin ich mal gespannt, was seine Begründungen sind, seine Erklärungen. Und siehst du, ey, guck es dir an, hier können wir gerade so einen Tungsten-Talkbar sogar einsetzen. Ist das nicht ultra cool? Ich habe hier einen Service-Key. Eine Optional Mission. Geil, das ist das Beste von allem, das machen wir gleich. Aber erstmal öffnen wir kurz das Ding. Sesam, öffne dich. Hier ist ein Hot Death. Das ist doch was für dich. Hot Death, ja. Das ist eine Waffe für David. für dich, für mich, ne? Genau. Earth Government Frame. Okay. Was das doch mal sein soll. Müssen wir mal gleich mal Cookie machen, das interessiert mich jetzt wirklich. Ich aktiviere mal die optionale Mission. Mach das. Explosive Disposal Service. Bevor es immer weitergeht mit irgendwelchen anderen Sachen, machen wir erstmal da weiter. Also, Optional Mission ist natürlich immer das Allercoolste. Ja. Weil, man muss auch sagen, ehrlich gesagt, sind da auch bisher geile Story-Elemente drin gewesen. Ich bin nochmal gespannt, was da jetzt kommt, weil jetzt kann ja nichts mehr über irgendeinen von unseren Charakteren eigentlich kommen. Mhm. Eigentlich. So, Hot Death. Aha. A heavy upper tool only frame with built-in upgrades. Okay. Ja, wieder nur Upper Tool. Ich weiß immer nicht. Bin da aber nicht so der Fan von.
A Compact Ripper and Advanced Blowtorch, modified with an Ammo Sweeper. Was hältst du davon, wenn wir uns das jetzt einfach offscreen noch ein wenig anschauen? Ja. Und wir die Zuschauer dann mit den neuen Waffen, potenziell neuen Waffen, begrüßen. Ja, schöne Idee. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.